Prinz Harry, Aussprache mit König doch William Schwenst. Am Mittwoch, 12. April 2023, beendete die Royal Family endlich alle Spekulationen um die Teilnahme der Sussexes bei König Charles 74, Krönung und gab in einem offiziellen Statement bekannt, der Buckingham Palast freut sich zu bestätigen, dass der Herzog von Sussex am Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey am 6. Mai teilnehmen wird. Die Herzogin von Sussex wird mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibeth in Kalifornien bleiben. Anführungszeichen. Es wird das erste Mal sein, dass Prinz Harry, 38, mit seiner Familie zusammen ist. Seit seine Memoiren Spare, DT, Reserve, und die sechsteilige Netflix-Doku-Serie Harry und Meghan die Royal Family ordentlich aufgewirbelt haben. Schließlich behauptete Harry in seiner Biografie unter anderem, er sei von seinem Erzfeind Prinz William 40, angegriffen worden, enthüllte, dass er und sein Bruder Charles angefleht hätten. Seine böse Stiefmutter Königin Camilla, 75, nicht zu heiraten und teilte private Details über den Streit zwischen Catherine, Prinzess of Wales, 41, und Herzogin Meghan, 40, mit der Welt. Angenehm wird das Wiedersehen mit seinen Verwandten am 6. Mai für Prinz Harry sicherlich nicht. Doch immerhin König Charles freut sich auf das Treffen mit seinem jüngsten Sohn. Der Grund, bevor sich Harry dazu entschlossen hat, die Krönungseinladung offiziell anzunehmen, hat er die monatelange Funkstille mit seinem Vater beendet und sich auf eine Aussprache von Herz zu Herz eingelassen. Wie die britische Zeitung The Sun erfahren haben will, die Hoffnung auf eine Versöhnung scheint also nicht ganz ausgeschlossen zu sein. Zumindest mit König Charles. Prinz William hat auf ein klärendes Gespräch mit seinem Bruder bisher verzichtet. Zu tief sitzt die Enttäuschung über Harrys Vertrauensbruch. Verwendete Quelle: Tees & Co.